Meine Kochkombination für Camping, Bushcraft, Festival und was dir sonst noch so einfällt. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade in der Hängematte im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Ich bin gerade ein bisschen am Kochen und da dachte ich mir, ich könnte doch einfach mal meine Kochkombination euch in einem kleinen Video vorstellen. Das heißt, wir gehen die kleinen Ausrüstungsgegenstände durch, die ich fürs Kochen benutze, die ich euch auch empfehlen kann. Ihr bekommt natürlich noch ein paar kleine Tipps von mir, dann auch an der Stelle. Und alle Links findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Oder falls ihr eine Frage habt, stellt sie einfach in den Kommentaren, dann kann ich locker darauf antworten. Als allererstes benutze ich gerade sehr gerne meine kleine Tatonka Bowl. Das ist so eine, ja, also im Prinzip ist es eine Pfanne, die aber ein bisschen höher geschnitten ist und hier so einen kleinen, ja, Henkel im Endeffekt hat. Das Ding ist sehr leicht, es passt ordentlich was rein. Ich habe heute damit ein bisschen Rührei gemacht. Und es ist übrigens aus Edelstahl. Es gibt immer diese Diskussion, ob jetzt Edelstahl besser ist oder Aluminium. Wir wissen auf jeden Fall, dass wenn von Aluminium sich viel ablöst und sich das einlagert im Körper, dass das Alzheimer verursachen kann. Das ist relativ gesichert, diese Information mittlerweile, dass sich Aluminium ablöst, ist aber so eine Sache. Also das passiert nicht einfach so beim Kochen, sondern da müssen besonders säuregehaltige Sachen teilweise mit in Berührung kommen. Das heißt, es ist so eine zwiespältige Sache. Das hier ist jetzt Edelstahl, damit ist man auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite und es ist unglaublich pflegeleicht, obwohl man halt sagen muss, dass man mit Aluminium, finde ich, ein ganz klein bisschen besser kochen kann, weil sich die Wärme besser verteilt. Tatonka Bowl heißt das Ding, kostet knapp 13 Euro, wiegt fast nichts, also kann man ganz entspannt mitnehmen. Ich habe mir da drin gerade 5 Rühreier gemacht. Für eine ganze Ravioli-Dose würde es nicht reichen, aber ich finde das Ding entspannt, günstiger Preis, robust und kann man immer gut mitnehmen, weil es auch so leicht ist. Top. Mein zweitliebster Gegenstand, den ich fast immer auf Bushcraft-Tour mit dabei habe, ist mein Trangia-Kocher im Gestell. Es gibt natürlich verschiedenste Trangia-Kocher. Sie beruhen alle auf demselben Prinzip des Messingbehälters, der eine kleine Dichtung hat und hier oben überall solche kleinen Löcher hat, damit er besser Luft zieht. Und dann schön das Spiritus verbrennen kann, das man da drin verbrennt. Ich finde, damit kann man sehr gut kochen, weil man füllt sich zu Hause das Ding einmal voll mit Spiritus. Hier drin hat man dann einen Deckel, der einen kleinen Ring hat, dass das nicht auslaufen kann. Und dann, wo man auch immer gerade ist, zündet man es halt einfach an, hat relativ geräuschlos eine Flamme, die gut funktioniert und mit der man dann gut draußen kochen kann. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel auf so ein Gestell drauf packen, das ist jetzt Fire Maple, heißt, das ist eine günstig Marke aus China. Es gibt aber auch noch die verschiedensten anderen. Sehr praktisch ist auch so eine Art kleines Topfkreuz mit Feder, dass man das so zusammenklappen kann. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Und Trangia-Kocher mit Gestell gleich mitgeliefert gibt es natürlich auch in den unterschiedlichsten Varianten. Das Set, was ich hier gerade habe, hat 13 Euro gekostet. Ich schaue da mal, was ich da für verschiedene Möglichkeiten für euch finde. Einfach unten mal in der Videobeschreibung gucken. Weil es ist, wie gesagt, es gibt es mit und ohne und so weiter und so fort. Da ist immer schwer, einen genauen Preis dann zu sagen. Sehr beliebt bei mir und auch bei so manch anderem sind diese kleinen Fläschchen. Die sind unfassbar praktisch, weil erstmal haben sie alle einen andersfarbigen Deckel. Das heißt, man kann an der Farbe sich orientieren, was man da reingemacht hat. Dann haben sie eine sehr gute Größe, wie ich finde, um da zum Beispiel Soßen und solche Sachen reinzutun. Und natürlich sind sie lebensmittelecht. Hier drin habe ich jetzt zum Beispiel gerade eine Pfeffermischung. Gerne tue ich da auch mal Sojasauce rein. Oder Süß-Sauersoße ist zum Beispiel sehr geil, falls man sich ein Reisgericht macht. Und die Dinger kosten halt, ich glaube, 12 Euro für 10 Stück. Dafür sind die ja super praktisch, ne? Hier noch eine kleine Rifflung an der Seite. Es passen ungefähr genau, was hatte ich rein? Ich hatte auch mal schon Reis hier drin tatsächlich abgefüllt. Ich glaube, es haben genau 90 Gramm Reis reingepasst, was auch eine entspannte Portion mit noch einer Hauptspeise dazu ist. Also ein paar Würstchen, ein Camembert, was auch immer ihr am liebsten mögt. Und das, ja, das ist einfach eine angenehme Größe für solche Sachen, ne? Du packst eins voll mit Reis, eins voll mit Süß-Sauersoße und kannst nichts falsch machen. Benutze ich schon sehr lange, finde ich top.
Ein kleiner Druckbehälter, also mit der kleinen Kappe hier für Druck, wo Öl drin aufbewahrt wird. Ja, hat genau die richtige Größe, wie ich finde, zum Beispiel für Öl oder falls man nicht so viel Sojasauce braucht für Sojasauce. Ich kann euch nicht genau sagen, wie man sowas nennt und im Endeffekt ist das auch nicht dafür am Anfang benutzt worden. Das hier ist übrig geblieben von Hefenährsalz, also womit man Wein macht, für dieses Gefäß. Und das habe ich jetzt im Prinzip zweckentfremdet. Ich gucke mal, ob ich da einen Link für euch finde. Ansonsten, wenn ihr eine ähnliche Größe haben möchtet, was robust und günstig ist, dann kann ich euch sehr Pettlinge empfehlen. Das sind PET-Flaschen, bevor sie aufgeblasen worden sind. Und die sind dann so ganz dünn und trotzdem mit dem großen Schraubverschluss oben. Ne? Das ist sehr praktisch. Aber zum Beispiel das Ding ist auch top. Nalgene-Flaschen. Meine Frau und ich benutzen praktisch nur noch Nalgene-Flaschen im Endeffekt. In verschiedensten Varianten. Das ist jetzt hier die klassische, durchsichtige 1,5-Liter-Flasche. Was ich halt unbedingt geil finde, warte, wenn ich den Deckel aufkriege, ist erstmal, dass der Deckel mal befestigt ist mit den Flaschen. Ja, das ist eine Kleinigkeit im Endeffekt, aber viele Flaschen machen das nicht und dann verliert man gern mal den Deckel. Und dass man so eine Riesenöffnung hat. Normalerweise, jetzt ist hier gerade was drin, ne? Dass man eine Riesenöffnung hat, dass man auch mit einer Bürste sogar reinkommt, dass man es sauber machen kann und so weiter und so fort. Und dass man hier oben, habe ich jetzt zum Beispiel so einen kleinen Einsatz drin. Das heißt, ich kann den Einsatz so rausnehmen. Der kostet, glaube ich, 2 Euro oder so auf Amazon. Muss ich auch mal gucken. Und dann kannst du den wieder reinsetzen nach dem Saubermachen oder nach dem Wasser reinfüllen. Und alles ist wieder gut. Aber natürlich habe ich auch noch die 1 Liter Nalgene-Flasche, die in der US-Feldflasche nachempfunden worden ist. Zum Beispiel meine Frau hat die dann einmal in Blau noch und die sind super praktisch, die Dinger. Ich weiß, also es hat schon durchaus einen Grund, warum so viele Bushcrafter die so gerne benutzen. Und diese 1,5-Liter-Flasche zum Beispiel, die passt, soweit ich weiß, auch sehr gut in den Tatonka-Becher genau so rein und auch in Clean Canteen, heißt die Marke, in sehr viele verschiedene Sachen so genau rein, ja, weil das so größentechnisch abgepasst worden ist. Und das haben sich einfach die Leute klug überlegt und so kann man das alles gut kombinieren. Wo wir gerade bei Clean Canteen waren, dann sind wir bei diesem isolierten, diesem isolierten Gegenstand. Das ist im Prinzip eine ganz kleine Thermoskanne, in die ungefähr 350 Milliliter reinpassen. Warte, finde ich kurz eine Angabe. 355 Milliliter reinpassen, die halt sehr stabil ist. Die ist vakuumisoliert, also da ist sozusagen ein kleiner Hohlraum zwischen. Und natürlich wasserdicht durch den Gummiring innen drin. Das heißt, wenn du da so richtig heißen Tee reinfüllst, hält das sehr lange. Oder ich habe heute eine Eimischung zum Kochen halt einfach zu Hause vorbereitet, da reingefüllt. Hat sich super gehalten, ist auch kalt geblieben. Ist immer noch ein bisschen kalt, obwohl schon das Ei sozusagen draus ist. Das heißt, hält einige Stunden durchaus warm und ist sehr robust. Das Ding ist, meine Frau nimmt das mittlerweile oftmals fürs Lernen, wenn sie wegfährt irgendwo hin, macht sich hier einen Tee heiß und dann frage ich mich, wo das Ding abgeblieben ist. Aber so ist das halt, ne? Klein, praktisch und ich mag diese Farbe einfach. Ne? Ihr seht ja heute, ich habe ein T-Shirt an, ist nicht dasselbe Rot, aber mir gefällt das Rot insgesamt sehr gut und dieses Ding ist einfach klein, praktisch, handlich für eben solche Geschichten. Man kann also die Clean Canteen auch sehr gut benutzen, um damit vielleicht zu Hause sich ein, ja, was schön Kaltes für die jetzt kommenden Sommertage vorzubereiten. Also im Endeffekt einen kleinen Cocktail oder was weiß ich. Und dann fährst du damit in den Park, hängst dich schön in die Hängematte, so wie ich jetzt gerade, und trinkst einfach noch deinen kühlen Cocktail nach mehreren Stunden. Ich weiß jetzt, was ich demnächst mache. Super. Ebenfalls mit bei der Partie oft bei mir ist das hier. Das ist nichts speziell jetzt Outdoor-mäßiges oder so, sondern im Endeffekt haben das auch manche in der Küche. Das ist einfach nur ein Mehrfachgewürzspender. Ja? Jeder dieser weißen Dinger hier oben drauf ist eine eigene Öffnung, um da, wenn man es aufkriegt, eine eigene Öffnung, um hier zum Beispiel Curry rauszubekommen oder andere Sachen. Ah, duftet gleich. Ja, findet Samba es auch. Und das Ding ist natürlich dadurch sehr praktisch, wenn es ans Essen geht und man einfach viele verschiedene Gewürze gleich auf einen Schlag dabei haben möchte. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Danke an der Stelle nochmal. Und das kann ich also in dem Sinne einfach nur weiterempfehlen. Das gibt es auch nochmal ein bisschen kleiner und mit weniger vielen verschiedenen.
Also es gibt zum Beispiel auch nochmal einmal nur mit Salz, Paprika, Pfeffer und Curry, soweit ich weiß, oder in ähnlichen Kombinationen. Ja, könnt ihr einfach mal rumgucken. Natürlich kriegt ihr auch unten einen Link. Als letztes mein kleiner IKEA Milchaufschäumer. Ja, ihr habt richtig gehört, IKEA Milchaufschäumer. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist im Endeffekt ein Ersatz für eine Metalltasse, weil ich damals nicht eingesehen habe, 15 Euro für eine Tatonka-Tasse und solche Geschichten zu bezahlen. Dann war ich einfach bei IKEA mit meiner Freundin sowieso gerade und dann habe ich gesagt, ach komm, nimmst du das Ding mit, kannst du auch dafür benutzen. Hat, glaube ich, 3,99 oder 4,99 oder so gekostet. Funktioniert auch super, mache ich mir auch gleich noch meinen Tee mit drin. Und immer noch ein bisschen dreckig, Samwise, da hast du nicht ganze Arbeit geleistet, ist Spork heißt das Ding ja, Göffel nennen das auch manche, also so ein kleiner Klapplöffel mit einer Zinkung vorne dran, also einer Gabelzinkung sozusagen. Sehr praktisch, habe ich bei Gearbest, glaube ich, mal für 1,50 letztens gekauft. Ne, ich glaube 1,30 das Stück und dann habe ich einfach gesagt, ich verliere die ständig, beziehungsweise ich packe die mal woanders hin. Ich verliere die nicht, sondern die sind dort und dann finde ich sie wieder nicht. Wenn ich gerade meinen Rucksack packe, habe ich gleich 10 Stück davon auf einen Schlag gekauft und den riesen Rucksack irgendwo in irgendeine Ritze so ein Ding reingesteckt. Und seitdem habe ich immer eins dabei und ich muss sagen, es ist mega praktisch einfach. Ne? Kostet nichts, wiegt nichts, ist ziemlich robust und ist immer gut, wenn man es dabei hat. Und Schluss und letztendlich, alles zusammen packe ich immer in einen kleinen Baumwoll- oder Jutebeutel oder Leinbeutel, je nachdem, was euch am liebsten ist. Das hat den Grund, dass man das Ding schön einfach in die Waschmaschine, beziehungsweise in die Wäsche tun kann sozusagen. Das heißt, wenn das irgendwie mal was ausgelaufen ist, dann kannst du es einfach durchwaschen, mit der Kochwäsche zum Beispiel zusammen und dann ist wieder alles gut. Da musst du ja auch nicht so viel Gedanken darum machen, dass irgendwas im Rucksack ausläuft. Du brauchst auch nicht so viele Plastiktüten, weil das ja da drin ist und dann ist alles gut. Wir machen es übrigens mittlerweile auch zu Hause so, dass wir tatsächlich die Müllbeutel für Pappe und für Pfand, die haben wir ausgetauscht gegen richtige Jute-Säcke, also gegen solche, wie kennt man das? Bei der Armee kennt man ja zum Beispiel diese Sandsäcke, ne, die man so aufschüttet, bei Katastrophenfällen, dass wir sowas in groß benutzen, weil das einfach viel praktischer ist als diese ekelhaften großen Plastikbeutel, wo sich die ganze Sapsche zum Beispiel vom Pfand drin sammelt. Ne? Und das ist so viel praktischer und deshalb habe ich auch so einen Teil für mein kleines Kochset insgesamt, um da einfach alles drin zu haben. Das war meine Kochkombi. Natürlich habe ich noch andere Sachen, andere Pfannen, andere Kocher etc. etc., die ich je nach Lage, was ich machen möchte, natürlich austauschen kann. Das, was ich jetzt aber hier so gerade dabei habe, das ist so das Gängigste, was ich eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise dabei habe. Und ich finde das ganz praktisch zusammengestellt. Nicht nur, um jetzt zum Beispiel Bushcraft-Touren, so wie ich hier im Wald, also sozusagen Wildcampen zu machen, sondern auch, wenn ich auf Wohnmobiltour bin, das dabei zu haben, um dann was draußen zu kochen. Und wenn man bei Camping mit einem Zelt da draußen ist, weil man auf irgendeine Messe gehen will, wenn man beim Festival auf einer großen Wiese ist, ist so ein Set natürlich super im Endeffekt, weil man hat alles dabei, was man braucht. Da muss man nur noch kurz zu Lidl oder so gehen und sich da ein paar Sachen zusammen kaufen, die man ja im Endeffekt verzehren möchte und alles andere hat man dann da. Das ist dann schon super praktisch, so eine kleine Kochkombi im Endeffekt zusammen zu haben. Alle Links findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe an dieser Stelle, dass dir das Video gefallen hat. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung. Einfach gerne mal durchklicken. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du nur irgendwie dir vorstellen kannst. Ansonsten, wenn du was nicht findest an Informationen, die du haben möchtest, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar als Frage. Dann kann ich darauf antworten. Und ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.